Einen Film oder Urlaubsaufnahmen anzugucken oder gleich Computer zu spielen, macht an einem größeren Bildschirm noch deutlich mehr Spaß. Da würde sich der heimische TV für anbieten. Worauf du achten musst, wenn du deinen Fernseher mit dem PC verbindest, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Im ersten Schritt solltest du sowohl die verfügbaren Anschlüsse am TV-Gerät sowie an deinem PC überprüfen. Die herkömmlichste und fast beste Möglichkeit, beide Geräte miteinander zu verbinden, ist über den HDMI-Anschluss. HDMI steht für eine hohe Übertragungsrate und kann neben Bildsignale auch Ton über ein Kabel übertragen. Ähnlich sinnvoll wäre die Verbindung beider Geräte über den DVI-Anschluss. Den wirst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Ausgang deiner Grafikkarte neben dem HDMI-Anschluss finden. DVI überträgt ebenfalls ein digitales Signal und ist gleichermaßen für hohe Auflösung gedacht. Wiederum besser und aktuell voll im Zahn der Zeit ist die Verbindung über ein DisplayPort-Kabel. Sofern dein TV-Gerät diesen Anschluss unterstützt, würde ich dir auf jeden Fall hierzu raten. Die schlechteste Möglichkeit wiederum, vor allem bei Geräten verfügbar, die die besten Zeiten schon hinter sich haben, ist der VGA-Anschluss. Der Anschluss überträgt nur ein analoges Signal und schafft daher in aller Regel nicht mehr als eine Auflösung von 1280x720 Pixeln. Für alle digitalen Anschlussmöglichkeiten gibt es abwärts gesehen auch noch Adapter. Du kannst dein Signal zum Beispiel von einem DVI zu einem VGA-Signal umwandeln. Durchsuche dafür einfach mal die Videobeschreibung, dort habe ich dir passende Adapter verlinkt. Sobald das geklärt ist, ist der Anschluss selber keine große Sache mehr. Das Kabel auf der einen Seite mit oder ohne Adapter am PC in die richtige Schnittstelle stecken und das gleiche auf der anderen Seite am TV. Jetzt erfolgt die Verbindung genau wie wenn du einen zweiten Monitor anschließen würdest. Am Fernseher stellst du über die Fernbedienung oder die Knöpfe am Gerät selber eine andere Quelle ein. Manchmal gibt es hier auch direkt die Möglichkeit, PC als Eingang zu wählen. Versuche, wenn du unsicher bist, alle einfach mal durch. Auf dem Desktop mit einem Rechtsklick kannst du die Anzeigeeinstellungen erreichen. Hier angekommen lässt sich die erweiterte Anzeige verwalten. Hier kannst du die Positionierung festlegen, die Auflösung oder Anzeigegröße anpassen. Sollte die Verbindung beim ersten Mal nicht so umstandslos funktioniert haben, update den Treiber deiner Grafikkarte, starte den PC ein-, zweimal neu oder überprüfe alle Bauteile auf einen Defekt. So viel dazu. Möchtest du jetzt noch wissen, wie du deinen Fernseher mit dem Handy verbinden oder aus deinem TV ein Smart TV machen kannst, so schau mal in das jetzt verlinkte Video. Weitere Videos dieser Art findest du auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!